Ja, vielen Dank, Frau Dr. Pelle. Ich bin Ihnen erstmal dankbar. Jetzt haben Sie ja offensichtlich verstanden, wie unsere Positionierung, die wir hier in den Anträgen festgeschrieben haben, dann auch wirkt in der realpolitischen Auseinandersetzung, indem Sie den russischen Vertreter zitiert haben. Er hat ja ganz klar gesagt, die Sanktionen sind Ursache dafür, dass kein Gas mehr kommt. Und genau das ist der Grund, warum die Sanktionen weg müssen. Weil auch, jetzt kommt der nächste Punkt, weil die Sanktionen offensichtlich uns mehr schaden als Russland. Und jetzt habe ich mal eine konkrete Frage an Sie. Sagen Sie uns doch mal, wie die Sanktionen wirken. Sie sagen immer nur, die wirken. Wie denn? Also Gazprom macht dieses Jahr dreimal so viel Gewinn wie im letzten Jahr. Die russische Kriegskasse, die Ihre Bundesregierung leeren wollte, die füllen wir jetzt mit diesen Sanktionen durch diese riesigen Preise. Und jetzt haben Sie ja die ganze Zeit auf uns geschimpft, auf unseren Antrag. Jetzt lassen wir die AfD mal vollkommen weg. Und jetzt frage ich Sie mal, was sagen Sie eigentlich den Handwerkern, die in Dessau eine Großdemonstration organisiert haben? Ja, die Handwerkskammer, Handwerkerschaft von Anhalt, Dessau-Roßlau und die Handwerkerschaft von Halle-Saale-Kreis. Die vertreten ja nun wirklich sehr, sehr viele Menschen in unserem Land. Es ist nicht die böse AfD, die diese Briefe geschrieben hat. Und die sagen ganz klar, wir als Handwerker, ich zitiere, wir als Handwerker wissen aus vielen Gesprächen mit unseren Kunden, dass die breite Mehrheit nicht gewillt ist, für die Ukraine ihren schwer erarbeiteten Lebensstandard zu opfern. Es ist nicht unser Krieg. Das ist nicht von der AfD, das sind die Handwerker in unserem Bundesland, für die Sie verantwortlich sind als Politikerin hier in diesem Landtag. Was sagen Sie denen denn? Das wäre jetzt meine Frage. Dankeschön. Frau Dr. Pehle, bitte. Herr Reu, ich würde mich freuen, wenn wir tatsächlich als Politik mit den Sorgen, die berechtigt sind, und mit den Ängsten, die auch berechtigt sind, vernünftig umgehen. Was ich Ihnen vorwerfe, ist, dass Sie sie instrumentalisieren. Das ist was anderes. Und ich habe vorhin gesagt, wir werden in den anderen Anträgen darüber auch noch reden. Das Programm, das die Bundesregierung Anfang des Jahres aufgelegt hat, jetzt das dritte Entlastungspaket, da sind richtige Ansätze drin, aber wir wissen auch, dass es nicht reichen wird. Ich freue mich, dass darin enthalten ist, ein Strompreisdeckel. Freue ich mich. Und ich hoffe, dass wir die Entkopplung des Strompreises vom Gaspreis hinbekommen. Und ja, genau, das wollen Sie nämlich nicht. Das wollen Sie nämlich nicht. Und ich hoffe auch, dass wir eine ähnliche Regelung auch beim Gas hinbekommen, denn das sind die aktuellen absoluten Kostentreiber und Inflationstreiber. Und ich glaube, an dieser Stelle muss auch der Bund, sage ich auch selbstkritisch, für meine Partei, für meine Fraktion nacharbeiten. Und ich bin aber sicher, dass das passieren wird. Da habe ich Vertrauen in die Bundesregierung. Aber der erste Punkt, Herr Reu, vielleicht doch noch mal genauer hinschauen. Wir wissen über Berichte, dass der russische Staat Einnahmen bei Gazprom, will ich Ihnen ja gar nicht wegreden, aber dass der russische Staat vermehrt Probleme bekommt aufgrund des Handelsdefizits, Löhne im eigenen Land zu bezahlen. Es tut mir unglaublich weh, dass am Krieg immer die Bevölkerung leidet. Und ich glaube, jeder von uns wünschte uns, dass dieser Weg nicht gegangen werden muss. Aber in einer Auseinandersetzung, in einem Krieg, in einem Angriffskrieg Russlands gegenüber der Ukraine ist die Staatengemeinschaft den Weg der Sanktionen gegangen, um hier zu zeigen, das geht nicht. Glauben Sie denn, es ist reiner Zufall, dass Länder wie Finnland und Schweden den Beitritt zur NATO beantragt haben? Die haben Angst. Die haben Sorge. Auf die Sorge der baltischen Staaten ist der Minister schon eingegangen. Das ist doch nicht aus der Luft gegriffen. Und ich finde, wir haben hier eine internationale Verantwortung. Bei allen Notwendigkeiten der Abfederung für das Handwerk und die Menschen in Sachsen-Anhalt und der Bundesrepublik. Vielen Dank, Frau Dr. Pehle. Jetzt schließt sich an Herr Dr. Tilschneider mit einer Zwischenintervention. Und Nachfragen. Sie haben schon also anderthalb Minuten geredet und es war nicht nur eine Nachfrage, sondern es waren viele. Aber dann jetzt die Zwischenbemerkungen sind auf 2 Minuten reduziert. Und die Nachfragen, da gibt es überhaupt gar keine Regelung dafür. Und deswegen ist das auch etwas in analoger Auswendung. Herr Reu, eine kurze Nachfrage. Sie haben den Stromexport Deutschlands angesprochen, auch nach Frankreich. Wissen Sie eigentlich, dass die Bundesrepublik Deutschland im Mai und Juni diesen Jahres so viel Gas wie noch nie zuvor in der Geschichte verstromt hat?
Das heißt, dass diese Exporte sind nur möglich, nicht weil hier so viele Windräder stehen, sondern weil wir Gas zu Strom machen. Das ist der Punkt. Und daran sehen wir wieder, ja, das müssen Sie mal zur Kenntnis nehmen. Herr Reul, das war jetzt die Nachfrage, ja? Ob Sie das weiß. Ja? Und auch daher rührt die klare Positionierung des Handwerks und des Mittelstandes in Sachsen-Anhalt. Wissen Sie, Herr Reul, dass ein Großteil der Gasverstromung gekoppelt ist mit Fernwärme? Zum Beispiel meine Stadtwerke in Halle verstromen Gas, um damit in den Neubaublocks in Halle-Neustadt, im Sommer brauchen wir keine Wärme, aber wir brauchen warmes Wasser. Wir brauchen warmes Wasser. Und diese Kopplung ist übrigens auch ein Punkt, da sage ich auch ganz deutlich, muss die Bundesregierung mit Erzeugern, die Gas alleine für Strom verwenden, anders umgehen als mit denen, die das zur Erzeugung von Wärme, Energie für warme Wohnungen und warmes Wasser produzieren, umgehen. Da ist noch eine Fehlstelle, das müssen wir hinkriegen. Mit anderen Worten, ab und zu auch tatsächlich mal in die Details gucken. Und was den Ausbau der erneuerbaren Energien auf lange Sicht anbetrifft, weiß ich, dass wir da sowieso nicht übereinander kommen. Deswegen spare ich mir das. Das ist der einzige Weg, sich von Energieexporten auch langfristig unabhängig zu machen.